Willkommen zu einem neuen Part von Let's Challenge Minecraft Sky Factory. So, ja, was können wir jetzt, was machen wir jetzt? Im letzten Part haben wir hier soweit die XP Grundsache fertig für die XP. So, hoch hier, komm. wie viele Schweine haben wir hier? Sind noch zu wenig, weil es sind zu viele kleine Schweine momentan noch. Ja, auf jeden Fall müssen wir da dann noch ein bisschen warten mit, bis dass wir dann die Quest als abgeschlossen werten können. Weil dann muss ja das da automatisch funktionieren alles und dementsprechend. Hallo, Wither Skelett. Zack, tot. Hier haben wir noch einen Bone. Fehlen nur noch zwei. So, was haben wir hier noch? Ach, hier haben wir noch ein Tier 2 Spoils Back. Gut. Fehlen nur noch zwei Bones. Dann haben wir auch so, haben wir eigentlich so ziemlich das schwerste Teil von der einen Quest abgeschlossen. Wo ist mein Questbuch? Und zwar, das ist eine von den Sammelquests. So, sammle folgende Dinge. Nein, das meine ich nicht. Verschiedene eingefärbte Wolle haben wir. Da, folgende Dinge. Fünfmal. Ach so, nur fünfmal. Knochen, verrottetes Fleisch, Schwarzpulver, Slimebolt, Necrotic Bone, Enderperlen, Emeralds und Diamonds. Okay. Wie viel haben wir? Okay. 5 Diamanten. 5 Emeralds. So, 5 Necrotic Bones. Bum, 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 bum. Fünf Slimeballs. So, dann brauchen wir ein paar Knochen. 1, 2, 3, 4, 5. So, was war das noch? Verrottetes Fleisch, Schwarzpulver, Enderperlen. So. So, fünfmal das. Fünfmal das. Fünfmal das. Das sind jetzt 2, 4, 6, 8. War das richtig? 2, 4, 6, 8 Sachen. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jawohl, damit haben wir die Quest auch abgeschlossen. Ich dachte, ich hätte da 10 haben wollen ursprünglich. Naja, okay. Soll mir recht sein, so haben wir die Quest abgeschlossen. Da haben wir die nächste Quest nämlich mit abgeschlossen, sobald wir sie hier in der Kiste drin haben. So, das ist die nächste Quest. Und das war Quest Nummer 3. Moment, schreibe ich mir kurz auf. Quest Nummer 3. Ha, sehr schön. Und damit haben wir die Quest auch abgeschlossen. So, jetzt müssen wir weiter gucken. Jetzt. Wie sieht's aus hier hinten eigentlich mit Adite und so? Crushed Adite, Crushed Kobalt. Wir brauchen mehr Soul Sand. So, damit haben wir wieder ein bisschen Soul Sand. Zack, zack, zack. Sehr schön. So, wie sieht's hier aus? Ist noch genug Platz. Wir können... Na, brauchen wir eigentlich gerade nicht. Wir haben ja die Necrotic Bones.
Steht der jetzt wirklich außerhalb, der Drecksack? Na toll. Dann komm her. Kämpfe. Muhahaha. Aua, aua, aua. Weg mit dir. Und ich bin gewizzert. Quatsch. Da. Gut, dann gucke ich jetzt mal, was können wir denn noch jetzt auf die... Was können wir denn jetzt anfangen jetzt gerade? So, die Wolle haben wir. Die braucht man noch Kobalt, Manulin und Erdite zu. So, da haben wir die Quest. Die Spoilsbacks haben wir. Drachenei kriegen müssen wir noch. Wir können schon mal einige Teile dieser Rüstungen fertigstellen. Force könnten wir theoretisch fertigstellen. Gold noch nicht, Eisen auch nicht, Diamant auch nicht. Aber Leder und Force müssten wir ohne Probleme herstellen können schon mal. Dann hätten wir die nämlich schon mal parat liegen. Dafür müssen wir uns hier mal eben ein wenig Leder holen. Falsche Barrel. Die hier hätte ich... Na toll. Du bist ein Arschkeks. Ein Arschkeks. So. 64 dürfte locker reichen. Wir brauchen ein paar Force Ingots. So. Na, das war eigentlich nicht Sinn und Zweck der Sache, aber okay. Naja. So, machen wir es so. Jetzt haben wir wieder gleichmäßig viele. So, 28 Barren, reicht das? So, wir brauchen einen Hut. Wir brauchen eine Rüstung. Na. Einmal Hose und einmal Schuhe. Perfekt. So. Alles klar, die ist voll. Haben noch einmal da drin. Ja, die holen wir aber gerade nochmal raus. So, ein Ledercappy. Eine Lederrüstung. Einmal Lederschuh, Hose und Schuhe. Gut, dann haben wir die Quest auch fertig. Die legen wir mal hier so schön rein wieder. Das packen wir hier rein. Hier haben wir gerade nichts zum Reinpacken. So, wie sieht es denn hier aus? 33 Blöcke, 33 Stacks von. Haben wir auch Seeds übrig inzwischen schon? Ja, auch schon über ein Stack übrig. Gut, dann haben wir schon mal einen Teil der Rüstungen fertig. Fehlt nur noch Diamant, Eisen und Gold. Gold könnten wir theoretisch auch abschließen, weil Gold haben wir noch welches, das wir einschmelzen können. Diamanten haben wir nicht genug derzeit. Aber... Na gut. Wird sich auch noch ergeben mit der Zeit. Weil wir haben momentan nur noch 8. 4 Stück brauchen wir für die Seeds. Wo wir übrigens jetzt mal gerade... Hier. Komm mal her hier. Gucken können, wie viel wir hier noch rauskriegen von denen. Zack, zack, zack. Erstmal den Weak. So, die halbieren wir. Und ich bin verwirrt. Ach, so. Ja, so kann man sich selbst auch austricksen. Ui. Zack. So, das sind schon mal wieder ein paar Regular. So. 27 Stück haben wir davon. So, weil ich möchte gucken, dass mir eventuell Seeds, weil ich möchte gerne Water Seeds haben. Air Seeds. Moment, jetzt muss ich gerade nochmal gucken. Was brauchte ich nochmal? So, Air Seeds, Air Essence. Komm her.
Genau, da konnte ich Federn draus herstellen, Schneebälle theoretisch und Infused Feather. Wow, dafür bräuchte man eine Extreme. Nicht schlecht. Aber das ist nicht das, was ich haben will. Bei Federn haben wir kein Problem mehr mit. Dann war es Water mit Erde kombiniert, glaube ich. Komm mal her hier. Weil da konnte man einige interessante Sachen mit herstellen. Hier, nämlich Clay. Dann braucht man nicht mehr die Barrels da ständig zu benutzen, sondern einfach nur diese hier. Das heißt, ich möchte die dann gerne haben. Die Water Seeds noch. Oh, okay. Ja. Ich dachte, die wären teurer. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Dass die so günstig sind, dass das ja nur Weak Essenzen sind, die die brauchen. Aber haben wir jetzt auch genug, ist okay. Meinetwegen. Da brauchen wir die nur für. Zack. Gut, so, jetzt haben wir 6 Stück davon. Dann brauchen wir einmal Seeds. Und 4 Wassereimer. Kann man eigentlich aus Feuer auch irgendwas Interessantes herstellen, was man brauchen könnte? Ich glaube nicht, ne? Also jetzt nicht, was wir jetzt hier gebrauchen könnten, groß. Mal gucken gleich. Bum, 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 bum. So, ich brauche 4 Stück davon. Und die 4 Eimer. Zack. So, Water Seeds. Damit haben wir schon mal für 2 Felder vorgesorgt. Iron und Water. Wir können die Diamant Seeds herstellen, weil da kriegen wir auch jetzt locker genug von denen. Zack. Oder? Nee, weiß ich gerade gar nicht. Doch, haben genug, alles klar. Gut, wir haben genug Strong Essenzen. Nein, wir brauchen 16 Strong Essenzen, davon abgesehen. Müssten wir eh erstmal. Das sind die Stones Infusion. Nein. Hö? Infuse. Ach so, ja. Infusionssteine. Und zwar den Extreme. Damit müssen wir entweder mit Iron, Gold. Blaze, okay. Ender. Nether geht auch. Ich glaube, dann nehmen wir Nether. Oder? Gerade weiter gucken. Lapis, Lazuli, Cow Essence. Ja, das sind dann diese Essenzen. Okay, dann müssen wir wohl oder übel einmal hier die abernten, um uns da die herstellen zu können. Den nächsten Stein. Und ja, dann können wir nämlich schon bald die Diamant-Seeds herstellen. Bum, 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 bum. Das heißt, einmal außenrum diese hier. Plus den Strong Infusion Stein gibt uns den Extreme. So, und da kriegen wir jetzt momentan 3 Stück bei raus. So, alles klar. Wir brauchen aber 4 für die Diamant. Ja, das kann hier wieder rein, das kann hier rein, das kann hier rein. Die können hier rein, auch wenn ich es eigentlich nicht brauche. Die Water können auch erstmal hier rein. Nether packe ich gleich in die Kiste rein. Und die 4 Steine. Hier sind genau 4 Platz noch. Weak, Regular, oh, Strong und Extreme. Perfekt. Haben wir. Gut. Wie sieht's hier aus? Du hast auch noch Platz.
Nachgepflanzt haben wir. So, du kannst hier rein, du kannst hier rein. Gut, 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 gut. So, das heißt, wir machen jetzt womit weiter? Gute Frage. Ich glaube, wir rennen jetzt einfach nochmal Berserker-like oben da bei den Essence Crops rum. Genau hier. Um einfach ein bisschen die nochmal zu gießen. Damit sie einen Ticken schneller wachsen. Huch. Ich glaube, ich kriege gerade Schluck auf. Aber das Feld hat sich sehr gut gefüllt inzwischen. Finde ich sehr gut. So, jetzt haben wir hier ein bisschen gegossen. Wo geht's runter? Da. Meine Güte, war ich gerade verwirrt. Okay. Haben wir das auch gemacht. Und immer noch brennender Stein. Das Lavateil ist voll. Forst dürfte auch so langsam voll sein. Oder? Ja, fehlt nicht mehr viel. Wir haben eine Liquid Note noch hier. Holen uns mal gerade zweimal Wasser. Holen uns ein paar Obsidian Seed Essenzen. Unsere Glass Planes. Ach, ich sollte auch mal Obsidian daraus herstellen. Zack. So, jetzt haben wir 3 Stacks. Ja, das dürfte wohl okay sein für das restliche Let's Play so ziemlich an Obsidian. So, 18, das ist zu wenig. Wir brauchen mehr Glass Planes. Zack. So, das dürfte jetzt aber ausreichend sein. Das sind ein paar mehr als 25. Alles klar. So, wir haben... Gut, wir haben Transfer Nodes, wir haben Tanks. Wir haben Wasser. Und wir haben hier Platz. So. 1, 2, 3, 4, 5. So, hier auch 5. Haben wir diesmal auch Fackeln dabei? Ja, haben wir. Sehr schön. So, hier eine Fackel hin, da eine Fackel hin. Bevor uns hier wieder irgendwelche Monster drauf spawnen. So, der Forsttank ist fast voll. Wir haben ein paar Slabs. Und bräuchten eigentlich was zu mampfen. So. Hierhin, hierhin. Das ist so schwer zu sehen, wo man gerade da ist. So. So. Zack, und wir haben 4 Stück übrig. Das könnte genau hinhauen, um hier eben zuzumachen. Was gar nicht so einfach ist. Genau. So. Jetzt haben wir das. Und wir können nicht mehr sprinten. Und wieso gehe ich den weiten Weg? Weil ich wieder dumm bin. Gut, gehen wir mal eben was zu futtern holen. Gucken nebenbei nochmal bei unseren Steinchen.
Fast 3 Mille. Ernten wir mal die Kartoffeln ab, dass wir nochmal ein paar Kartoffeln braten können. Ist mit einer der besten Nahrungsversorgungsquellen. Du sollst nicht selber essen hier. So. Die schmeißen wir mal gerade hier in den Ofen. Hier haben wir noch ein paar Bricks drin. Hier haben wir auch noch eine Kartoffel. So, gepoisonte Kartoffel. So, schon mal eine, die wir mampfen können. Yum, 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 yum. Noch eine. Oh. Oh, ich bin immer noch nicht fit, ey. Das ist so nervig, Leute. Wenn man irgendwie nicht richtig das Kratzen im Hals wegkriegt. Gibt echt fast nichts Nervigeres. Außer ganz flach liegen. Das ist noch nerviger, da habt ihr recht. So. Jupp. Jupp, jupp. So, hier kommt Wasser hin. Hier kommt Wasser hin. In die Mitte kommt jetzt erstmal ein Block. Dieser hier wird nochmal weggemacht. Liquid. Und... dumm. Zack. Und dieser hier wird mit Wasser gefüllt. Das heißt, wir haben drei Sorten Tanks demnächst voll. Vorher aber muss ich gerade nochmal hier runter. An unsere Crafting Station hier unten. Und noch ein paar Cobblestone herstellen. Genau. Ein paar Stone Slabs gerade herstellen. Nein, hier ging's hoch. So. Damit uns das hier nicht einfriert, die Wasserquelle. Das übliche Prozedere. Genau, so. Und der hier füllt sich jetzt schön mit Wasser. Force ist wie gesagt auch voll. Fast voll. Und der Lava ist schon länger voll da hinten. Das heißt, wir haben diese Quest auch bald abgeschlossen. Einmal mit Force, einmal mit Wasser und einmal da hinten mit Lava. So, hier sind unsere Netze. Aber jetzt sind keine Tiere mehr gespawnt, ne? Nee, in letzter Zeit nicht mehr. Naja, egal, gibt Schlimmeres gerade. Okay, 9 Crushed Kobalt, 9 Crushed Adite. Was haben wir hier noch? Hier haben wir Broken Gold, Tin, Silver, ach du Jemini. Aber kein Eisen. Eisen ist echt Mangelware. Das heißt, für mich, ich muss da dringend weitermachen. Und zwar die nächsten... Harvester und Planter müssen wir jetzt herstellen. Dass wir die automatischen Farmen anlaufen kriegen, langsam aber sicher. Nee, nicht Auto. Harvester. Zack. Gold, Eisen. Das wären 10 Eisen, 15 Gold. 10 Eisen, 15 Gold. Planter erfordert auch noch mal 5 Eisen. 15 Eisen, 15 Gold. Ja. 15 Eisen, 15 Gold. Was haben wir denn hier noch überhaupt? 9 Eisen. Das ist zu wenig. Gold haben wir genug. Hmm.
Hier haben wir auch nirgendwo mehr Eisen drin, ne? Electrical Steel. Das ist falsch. Haben wir hier noch Eisen drin rumfliegen? Ne, hier haben wir nur Gold. Hier haben wir noch 5 Eisen. Ist immer noch eins zu wenig. Mist. Ein einziges Eisen. Himmel, Herrgott. Hier ist auch keins drin, aber hier sind eventuell in den Spoilsbags noch welche drin. Zack, zack. Zack. Mit etwas Glück. Nein. Natürlich nicht. Okay. Hier sind keine drin. Haben wir hier noch Spoilsbags? Oh, hier haben wir noch Eisen. Das ist natürlich noch geiler. Das ist natürlich noch geiler. Hep, hep. Hep. So, was haben wir hier jetzt noch? 10 Gold. Ja, toll. Und jede Menge Blödsinn. Wobei die Safari-Netze, die nehme ich natürlich erstmal mit. Aber wir haben genug Eisen. Weil die packen wir hier rein. So, das heißt, wir brauchten 10 10 Scheren. Och, jemine, ich bin ja... Das sind ja schon allein für die Scheren 20 Eisen. Oh, bin ich verwirrt. Höhö. Hier ist kein Eisen drin. Hier habe ich auch kein Eisen drin. Jetzt aber. Hier hinten haben wir auch noch Spoilsbags. Einen. Zwei. Okay. Was ich alternativ machen könnte, wäre halt schon mal anfangen, die ein bisschen von Hand hoch zu farmen. Hier unsere Iron Seeds. So. Zack, einmal, zweimal. Wow, wie geil ist das. Gut, das sind dann schon mal zumindest die Harvester. Hätten wir dann schon mal. Das war natürlich ein Lucky Shot. Ich würde sagen, machen wir erstmal 3 Felder fertig. Das heißt, 6 Scheren. Zack. Okay, Leute. Aber ich mache mal gerade einen ganz kurzen Cut, auch wenn sie jetzt nur noch 2 Minuten gleich sind. Aber ich muss so dringend auf Toilette, geht nicht mehr. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Ging wirklich gerade gar nicht mehr. Gut, wir haben... Achso, wir müssen noch Pistons herstellen. 3 Stück. Dafür brauchen wir Holz. Ein wenig Stein. Achso, genau, wir können ja gerade mal eben dann den Clay hier schon mal einschmelzen. Ich würde sagen, machen wir die auf jeden Fall, die 3 machen wir. Sehen wir zu, dass wir die irgendwie fertig kriegen hier. Okay, die sind fast durch. Das Raw Plastic hier. War hier drin? Nee. Wo habe ich denn das rohe Plastik hingetan? Ach, da. Porzellan haben wir hier noch. Oh, hier haben wir noch Safari-Netze drin. Ja, sag mir da doch mal einer. Hier sind auch noch 3 Stück. So, okay. wir brauchen aber noch mehr Clay gleich. Für die Flowerpötte. So. Ach, wir haben gar keinen Stein. Das ist auch echt... Allein dieser Ausspruch, wir haben keinen Stein, ist schon eigentlich voll für den Hintern.
Weil ich meine, wenn wir eines genügend haben, dann ist es Stein. Abgesehen für genügend zum normalen Produzieren der Sachen. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Zack. 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 So. Dann brauchen wir Sticks. Wir brauchen Dreiäxte. Zack. Dann brauchen wir Plastic Sheets und Factory Machines und Platz im Inventar mal wieder. So, das heißt, wir räumen mal gerade hier gerade das Glas raus. Bum, 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 bum. Was hatte ich gerade gesagt, brauche ich? Ah, Raw Plastic. Genau, aber nicht alles. Erstmal für 5. Und wir müssen mal eben dann gerade ein paar neue Setzlinge setzen. Rubber. Gut. Hoffentlich, Hauptsache kein Sacred Rubber Tree kommt dabei rum. Gut. Nee, nicht die Axt. Du. So. Weil wir werden so oder so noch Rubber brauchen. So, das heißt dann, also brauchen wir für den Harvester. Wieso macht denn der das jetzt nicht? Blöd, Mann. Schere. Axt. Ach so, Factory Machine brauchen wir auch neue. Eine Axt. Eine Axt und zwei Scheren. So. Dafür brauchen wir gebrannten Stein. Da. Zack und zack. So. Und wir brauchen natürlich die Flowers. Pötte. Oh. Nein, das sollte da nicht hin. So, 5 Stück, uns fehlt einer. Mist. Gut, dann machen wir gerade mal so weit, wie wir kommen. So, Planter. Zack. 2. Gut. Das heißt, uns fehlen noch einmal Clay. Also zweimal Clay im Grunde genommen. Einmal haben wir ja noch hier irgendwo oder habe ich die alle eben weggepackt? Scheint so, als hätte ich sie weggepackt. Unser Staub. Das müssen wir natürlich jetzt auch noch mal brennen eben. So, wir sind jetzt bei 35 Minuten. Aber den Planter will ich zumindest noch eben fertig kriegen. So.
Zack. Perfekt. So, wir haben drei Planter, drei Harvester schon mal. Damit können wir doch schon mal anfangen zumindest. So, legen wir uns schlafen. Und ja, ich hoffe, dass der Part euch gefallen hat und dass ihr auch beim nächsten Part von unserer Minecraft Sky Factory Challenge wieder einschaltet. Macht's gut. Ciao, ciao.